Einige Folien davon kennt ihr jetzt auch schon, deswegen kann ich so ein paar Sachen überspringen. Fangen wir mit den Einleitungen und meiner Vorstellung an. Dieses PGP für die Mailverschlüsselung ist etwas, was schon, wenn man das im IT-Zeitalter denkt, von 1991, ist das schon eine steinalte Geschichte. Ist entwickelt worden, gerade aus diesem Aspekt, den ich gerade erwähnte, dass man halt auch ganz legale Beweggründe hat, Informationen geheim zu halten. Und diesen Phil Zimmerman, das ist ja, inzwischen, wenn es um Kryptographie im Internet geht, spielt er eigentlich immer irgendwo mit und wird dazu gefragt und ähnlichem. Er hat dieses PGP-Programm ursprünglich entwickelt und hat die Verfahren, die damit zusammenhängen, entwickelt, um halt in Amerika die Aktivitäten von einigen Bürgerbewegungen, die dort zugange waren, ein bisschen zu schützen, weil ihm das ein Dorn im Auge war, dass das alles öffentlich passiert. Aufgrund dieser auch schon erwähnten Beschränkungen des Waffenexportgesetzes konnte diese Kryptografie-Software PGP überhaupt nicht exportiert werden, weil die war zu sicher, die fiel unter dieses Waffengesetz, also war es zu Anfang nur in Amerika erlaubt, das Ganze zu verwenden, weil außerhalb von Amerika hatte man das noch nicht. Das ist halt noch zu einer Zeit, wo man sowas nicht mal kurz über eine Internetverbindung irgendwie ausgezogen hat, weil das da sich noch ganz in ganz anderen Dimensionen abspielte, wesentlich kleiner war, wesentlich geringere Bandbreiten. Und man hat da also eine kleine Lücke gefunden in dem Ganzen. Es drehte sich bei solchen Verfahren nämlich um die elektronische Ausfuhr von solchen Kryptoalgorithmen. Also hat man auch wieder so ein paar Bäume beseitigt und hat diesen gesamten Source Code für PGP einfach in ein Buch gedruckt, das als Buch veröffentlicht und das nach Europa verkauft. Dann haben sie hier ein paar Freiwillige gefunden, die diesen ganzen dicken Wälzer abgechippt haben und daraus hier wieder eine Software gemacht haben. Das ist also der Weg, wie das initial aus Amerika rausgegangen ist. PGP selber als Software hat eine ziemlich bewegte Geschichte. Das ist von einer Firma zur anderen gegangen. Die Rechte, naja, sind halt immer im Besitz von unterschiedlichen Firmen gewesen. Und es gibt dieses PGP-Programm immer noch, was früher entwickelt wurde, als kommerzielles Produkt. Das ist also von sich aus, in dieser Schiene, wie das von Phil Zimmerman entwickelt wurde, keine Open-Source-Software. Aber dadurch, dass halt auch durch das Erscheinen der Bücher und durch die Tatsache, dass die ganzen Verfahren und so weiter öffentlich gemacht wurden, konnte andere Software entwickelt werden, die halt kompatibel dazu ist und mit der man zusammenarbeiten kann, deswegen ich das jetzt unter Linux verschlüsselt ist, mit einem klassischen PGP verarbeitet und geöffnet werden kann. Unter Linux ist dort die Software GNU-PG eigentlich so das Maß aller Dinge. Wenn ich mal genauer nachdenke, fällt mir keine andere Software ein, die PGP unter Linux implementiert. Die ist halt komplett Open Source, steht unter der GPL und ist inzwischen auch sehr weit verbreitet. Wir haben jetzt natürlich den Fokus für E-Mail-Verwendung wieder bei so einem PGP, aber es ist auch in vielen anderen Bereichen der Fall. Wenn ich mir unter einem Linux, und dabei ist es inzwischen egal, ob ich da ein Red Hat habe, ein CentOS, Debian, Ubuntu und wie sie noch alle heißen, die schützen alle ihre Installationspakete und signieren die mit diesem GNU-PG, damit ich, nachdem ich sie runtergeladen habe, feststellen kann, dass es wirklich genau dasselbe ist, was der ursprüngliche Autor veröffentlicht hat. Dass mir da also keiner zwischendurch, sind wir wieder beim Stichwort Man-in-the-Middle-Attacke, irgendwas runtergeschoben hat, was die Daten irgendwo abzweigt und zur Seite schickt. Das ist also auch außerhalb des E-Mail-Bereichs in Verwendung. Damit das halt zwischen den verschiedenen Softwarefamilien funktioniert, ist dieser OpenPGP-Standard spezifiziert worden. Da gab es dann auch eine eigene Arbeitsgruppe vom IETF. Das IETF ist die Internet Engineering Task Force. Das ist auch aus dem amerikanischen Bereich rauskommend eine Organisation, die halt die Protokolle und die Basisübereinkünfte, sag ich mal, für den Betrieb des Internets mit entworfen und erarbeitet hat. Dass man also weltweit eine gemeinsame Basis hat, um Daten auszutauschen. 1998 ist das gesamte Ding als Standard spezifiziert worden. 2007 hat man das nochmal so ein bisschen angepasst. Wer da wirklich weit rein will, dem sei dieses Dokument RFC 4880 ans Herz gelegt. Da steht dieser OpenPGP-Standard drin.
Ich würde vorher ein Mathematik- oder ein Informatikstudium empfehlen, sonst ist das ziemlich harter Tobak. Ja, meine Vorstellung konnte ich überspringen, das hatten wir vorhin schon mal, aber ich habe da noch zwei Kollegen mit am Start, die habe ich nochmal zur Hilfe gebeten. Und zwar habe ich zwei Assistenten mit dabei, die mir bei den ganzen Beispielen behilflich sind. Und das sind Alice und Bob. Die beiden Kameraden haben sehr viel zu tun, weil sie tauchen eigentlich in jeder Kryptografie-Dokumentation auf. Als zwei Kommunikationspartner, die eigentlich nichts anderes wollen, außer in Frieden, in Ruhe und geschützt miteinander zu kommunizieren. Gut, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Wer sich die Videoaufzeichnung anschaut, dem sei die vorherige Aufnahme von Wie funktioniert eigentlich E-Mail empfohlen, haben wir das ausführlicher gemacht. Da geht es also wieder um die Verschlüsselung des Ganzen. Wie arbeitet der Empfänger damit und macht da wieder seinen Klartext raus? Die beiden Folien haben wir schon. Das, was wir da jetzt gezeigt haben mit dieser Rotationsverschlüsselung, fällt unter die Kategorie der symmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Ein Merkmal dabei ist bei den symmetrischen Verfahren, dass es halt ein gemeinsames Geheimnis gibt. Die beiden Partner, die so miteinander kommunizieren wollen, müssen sich also mal getroffen haben und müssen dieses Geheimnis ausgetauscht haben. Diese Verfahren sind halt sehr alt. Wie gesagt, das haben sie vor 2000 Jahren in Rom schon veranstaltet und ein Stück vorher auch schon, um einfach Informationen zwischen den Königshäusern oder auch im kirchlichen Bereich, die waren früher auch sehr stark in der Kryptographie mit vertreten. Viele von den Verfahren sind also auch aus der religiösen Ecke stammend, die hatten auch Interesse daran, sich daran zu halten. Sind lange in Verwendung gewesen. Die symmetrischen Verfahren sind sehr schnell. Die kann man also gut in der IT implementieren und die Computer können sie sehr schnell verarbeiten. Das sind also auch Verfahren, die kriege ich auf so einen ganz kleinen Chip rein und könnte sie theoretisch in eine Telefonnummer einbauen. Da brauche ich nicht viel Arbeitsspeicher für, da brauche ich nicht viel Rechenkapazität für. Haben allerdings den Nachteil, dass man sie dann, wie gesagt, mit einem Kommunikationspartner teilen muss und dass man auch immer wieder das Problem hat, wie tausche ich diese Schlüssel aus. Denn wenn ich den jetzt ein Jahr lang verwendet habe, um damit geschützt zu kommunizieren, hat ein eventueller Angreifer so viel Informationen darüber, dass er eventuell schon weiß, was für ein Geheimnis ich damit habe. Ein sehr prominentes Beispiel für solche Verschlüsselungsverfahren, die symmetrisch sind, ist zum Beispiel die Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg. Die hat auch symmetrisch gearbeitet und dieses Geheimnis bestand dort im Prinzip aus den verschiedenen Walzen, die man damit drin hatte, die also verwendet wurden für das Kodieren der ganzen Nachrichten. Und zusätzlich war da noch ein Codebuch mit im Spiel, wo also auch noch tagesaktuelle Veränderungen gemacht wurden, sodass man also wirklich wissen muss, an welchem Tag ist dieser Funkspruch entstanden und in welchen Walzen ist er gemacht worden, damit man das entschlüsseln konnte. Spannend dabei ist eigentlich, man sagt jetzt Zweiter Weltkrieg, das ist schon der eine oder andere Tag her. Es gibt immer noch Funksprüche aus dem Zweiten Weltkrieg, die nicht entschlüsselt sind. Es gibt immer noch einige Mathematiker, die sich damit beschäftigen, solche Schlüssel zu knacken und zu versuchen, was für Funksprüche dort übertragen wurden. Und vor wenigen Jahren ist das auch nochmal geglückt. Da hat man einen weiteren von diesen Funksprüchen entziffert. Und wenn man das also sieht, dass diese Funksprüche über 60 Jahre lang gehalten haben, dann zeigt das schon was über die Qualität des Ganzen. Allerdings ist es auch mathematisch deswegen interessant, weil man an solchen Verfahren recht gut so die Kryptoanalyse üben kann und es da auch diverse Anhaltspunkte gibt, wie man so ein Verfahren angreifen kann. Also Kryptoanalyse bezeichnet halt die Aktivitäten, so etwas zu knacken, damit man an den Inhalt rankommt, ohne dass man im Besitz des Geheimnisses ist oder das Geheimnis halt erraten. Im Gegenzug zu den symmetrischen Verschlüsselungen gibt es noch die asymmetrischen Verschlüsselungen. Das ist dieses Public- und Private-Key-Verfahren, wie das bei PGP zum Einsatz kommt.
Der Vorteil ist halt, dass ich einen geheimen Schlüssel habe, der gehört fest zu mir. Und diesen öffentlichen Schlüssel, den kann ich wirklich veröffentlichen. Den kann ich an die Wand hängen, kann ich auf meine Webseite packen, kann ich in den Keys-Forum veröffentlichen, sodass dort also jeder diesen öffentlichen Schlüssel nutzen kann. Und damit ist er in der Lage, mir verschlüsselt etwas zuzuschicken, wo kein Mensch reinschauen kann. Und damit bin ich in der Lage, mit einem Geheimnis, was ich hüte, was für mich bezogen ist, mit vielen Leuten zu kommunizieren. Und ich muss nicht, wie ich das bei einer symmetrischen Verschlüsselung machen möchte, müsste für jeden Kommunikationspartner einen eigenen Schlüssel haben. Denn ich möchte ja, dass diese Kommunikation unter zwei Leuten geheim bleibt. Und wenn ich für drei Leute denselben symmetrischen Schlüssel verwende, hat das zur Folge, wenn du den empfängst, dann ist das Ganze offen und entschlüsselbar. Hier ist also der Verwaltungsaufwand erheblich kleiner, als wenn man das mit solchen symmetrischen Verfahren hat. Gegenargumente für solche Verfahren sind, dass die Schlüssel, die ich da verwende, relativ groß sein müssen inzwischen. Und vor allen Dingen, dass diese Verfahren alle langsam in der Verarbeitung sind. Auch wenn jetzt heutzutage die Computer wesentlich schneller geworden sind, ist das immer noch ein wesentlich mehr Aufwand, als wenn ich das asymmetrisch mache. So eine asymmetrische Verschlüsselung würde ich also nirgendwo finden, wenn man versucht, eine Telefonverbindung zu verschlüsseln. Sondern das sind alles symmetrische Verfahren, weil es entsprechend schnell geht und gut zu implementieren ist. Gut, die mathematischen Sachen lasse ich mal so ein bisschen raus. Entstanden ist diese asymmetrische Verschlüsselung 1977. Die ist also auch nicht gerade jung. Und an den grundlegenden Verfahren hat man da auch noch nicht allzu viel dran geändert. In der Theorie basiert das einfach darauf, dass man als Schlüssel sehr große Primzahlen verwendet. Und auch da ist es heute so, wenn ich da eine 125 Stellen lange Zahl habe, ist das ein ziemlich großer Aufwand herauszufinden, ob das eine Primzahl ist oder nicht. Und genau auf diesem Problem beruhen solche asymmetrischen Schlüssel. Kommt davon, wenn man den Vorgänger nicht gesehen hat. Ja. Damit das halt einigermaßen sicher ist, muss ich immer größere Schlüssel verwenden. Das, was ich vor 10 Jahren verwendet habe, ist heute also unsicher. Zum Beispiel für dieses RSA-Verfahren gab es mal Schlüssel mit 768 Bit Länge. Die sind auch lange Zeit verwendet worden. Da ist nachgewiesen worden, dass dieses Verfahren geknackt ist. Das heißt, die sind als unsicher deklariert. Das kann man nicht mehr verwenden, wenn man auf welche Sicherheit Wert legt. Der nächstgrößere Schlüssel hat 1024 Bit. Der ist, wie vorhin angedeutet, offiziell noch nicht gebrochen. Es gibt aber diverse Hinweise darauf, dass die vorhin schon mal erwähnten drei Buchstabenorganisationen da schon gewisse Erfolge erzielt haben, dass man das also nicht mehr sicher betrachten kann. Um das so ein bisschen zu motivieren, dass man feststellt, wann dieser Key wirklich gebrochen ist, sind auf das Brechen des 1024-Bit-RSA-Verfahrens 100.000 US-Dollar Belohnung ausgesetzt. Einfach als Anreiz, dass wenn ein Informatiker das schafft, zu sagen, ja, okay, Studium ist bezahlt. Man weiß halt nebenbei auch, dass dieses Verfahren jetzt wirklich unsicher ist. Bisher ist das Preisgeld noch nicht ausgezahlt. Hast du jetzt Zeit? Ja, auch fertig, ja. Entschuldigung. Gut, dann, was haben wir dann als nächstes? Diese asymmetrischen Verfahren ermöglichen jetzt zwei verschiedene Arten der Anwendung. Das eine ist wirklich das Verschlüsseln von Daten und das andere ist das Signieren. Beim Verschlüsseln dreht es sich darum, dass der Inhalt geheim gehalten wird, dass ich nicht reinschauen kann, was steht da wirklich drin. Beim Signieren geht es darum, nachzuweisen, dass eine Nachricht nicht verfälscht wurde, beziehungsweise dass sie vom Original, also vom richtigen Autor stammt, dass ich mir also sicher sein kann, dass was ich jetzt als E-Mail bekommen habe, stimmt wirklich von demjenigen. Denn, das haben wir vorhin in einem anderen Vortrag komplett übersprungen, so ein Fälschen einer E-Mail-Adresse als Absender, das ist kein Problem. Das brauchen wir noch nicht mal für zu studieren, das geht sehr schnell. Und jemand, der da unbedarft mit umgeht, kann im ersten Moment nicht erkennen, dass die E-Mail nicht von dem Absender kommt, der da drin steht.
Um sowas zu verhindern, verwende ich Signaturen, weil diese Signaturen wirklich wie eine Unterschrift dann funktionieren. Und wenn mein Programm sagt, diese Signatur stimmt, die passt zu dem Text, den ich hier empfangen habe, dann kann ich mir sicher sein, sie kommt von dem Eigentümer, desjenigen, der den privaten Schlüssel besitzt. Ja, den unteren Verlauf lassen wir jetzt mal weg. Auf der anderen Seite muss sowas natürlich signiert, verifiziert werden, ob das wirklich stimmt. Das heißt, der Empfänger von so einer Signatur kann mathematisch halt prüfen, ob die Signatur stimmt. Was er dafür benötigt, ist der öffentliche Schlüssel des Absenders. Den haben wir bei PGP wieder auf den Servern oder halt man hat ihn auf der Webseite veröffentlicht oder ähnliches. Aber sobald ich den habe und mir sicher bin, der kommt vom richtigen Absender, bin ich in der Lage, diese Signatur diesem öffentlichen Schlüssel zuzuordnen und weiß also, okay, der Absender stimmt, das kommt richtig an. Und als zweites halt auch noch, der Inhalt ist nicht modifiziert worden. Ihr macht noch ein bisschen? Ja, wir haben noch einen Vortrag gefunden, der interessant war. Ah ja, wie lange ungefähr? Also, hat jemand bei der Topula teilgenommen? Das würden wir die Topula erstmal durchziehen. Weil die anderen warten schon. Nö, das ist perfekt. Viel Erfolg. Alles klar, danke. Gut. Stimmt, die standen auch noch auf dem Plan. Ja. Wenn ich so eine Mail signiert verschickt habe, dann zeigt mir mein E-Mail-Programm also auch an, mit großem Ausrufezeichen, Vorsicht, da ist was modifiziert worden. Der Text, der da drin steht, ist nicht so, wie der ursprüngliche Absender das verschickt hat. Also weiß ich unterwegs, dass das modifiziert worden. Die Signaturgeschichte funktioniert auch, wenn man gegenüber nicht PGP spricht. Wenn sein E-Mail-Programm das gar nicht kann, dann sieht er halt so ein bisschen Kauderwelsch als angehängte Datei. Wenn sein E-Mail-Programm das kann, er selber aber keinen Schlüssel hat, kann er trotzdem sehen, dass das wirklich von mir kommt und dass der Inhalt nicht modifiziert wurde. Das ist also so eine Zwischenstufe. Das heißt, nur dadurch, dass jemand ein Thunderbird hat und ein Init-Mail installiert hat, ist er in der Lage zu verifizieren, dass der Absender nicht so stimmt. Das ist schon mal so ein kleiner Einstieg in den Sicherheitsbereich. Eine andere Geschichte ist jetzt das Verschlüsseln von Inhalten. Dafür wird auch wieder dieses RSA-Verfahren verwendet. Da ist so eine Mixtur mit in Verwendung. Ich hatte ja vorhin gesagt, diese symmetrischen Verschlüsselungsverfahren sind sehr schnell, haben aber den Nachteil, ich muss den Key vorher austauschen. Hier trickst man so ein bisschen und sagt, ich erzeuge mir einen einmaligen Schlüssel, den verwende ich jetzt nur für diese E-Mail. Der ist im Verhältnis zu der großen Datei, die ich verschicken möchte, ist der sehr klein. Den verschlüssel ich mit meinem asymmetrischen Verfahren. Das ist dann noch eine akzeptable Länge. Und die 150 Megabyte E-Mail dahinter, die verschlüssel ich nur mit dem symmetrischen Verfahren. Und dann schicke ich beides auf den Weg. Und auf der anderen Seite ist das Ganze wieder zurückverwandelbar, sodass dort die Anhänger ankommen. Es ist nicht zwangsweise so, dass eine Mail, die verschlüsselt ist, auch signiert ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es könnten also auch, wenn man die Verschlüsselung weglässt, anonyme Kommunikation, andersrum, wenn man die Signatur weglässt, können anonyme Kommunikation stattfinden, ohne dass man weiß, wer der Absender ist. Ja, genau, wenn sich diese Größen mal anschaut, gerade wenn Anhänger an E-Mails verschlüsselt werden, in diesem Verfahren ist automatisch eine Komprimierung vorgesehen. Es kann also sein, dass das Ganze kleiner ist als die Datei, die dann selber rauskommt. Einfach um die E-Mail-Größe zu reduzieren und ein bisschen Platz zu sparen. Gut. Ja, man kann diese beiden Verfahren miteinander kombinieren. Dann wird erstmal kompletter Inhalt verschlüsselt. Und dann wird nochmal die Signatur dafür erstellt und dann habe ich wirklich den vollen Funktionsumfang. Ich weiß, der Inhalt ist geschützt übertragen worden. Ich kann feststellen, dass er nicht modifiziert wurde, seitdem er verschickt wurde. Und ich kann feststellen, dass es wirklich von dem Absender kommt, also sprich von dem Besitzer des privaten Schlüssels. Ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, was bei so einem RSA-Schlüssel alles mit bei ist, wenn man das rein auf die mathematischen Grundlagen zurückreduziert, ist das eine riesengroße Nummer, die kann sich wieder kein Mensch merken.
Da werden also verschiedene Verfahren oder verschiedene weitere Informationen mit reingebaut. Bei so einem PGP-Schlüssel gehört zum Beispiel eine E-Mail-Adresse mit dazu. Ohne E-Mail-Adresse nicht so ein Key. Es gehört ein Name mit zu. Ich kann optional noch einen Kommentar dafür angeben. Wenn ich also sagen möchte, diesen Schlüssel verwende ich zum Beispiel nur, um Code von mir zu signieren, wenn ich irgendwas entwickelt habe. Ich kann ein Ablaufdatum hinzugeben, dass ich sage, dieser Schlüssel ist nur 3 Jahre gültig. Wenn diese 3 Jahre abgelaufen sind, kommt also eine entsprechende Warnung vor sich, der Schlüssel ist abgelaufen. Es sei denn, man verlängert ihn vorher. Wir haben in der Verwendung alle 3 Möglichkeiten mit drin, die ich vorher auch erklärt habe, verschlüsseln, signieren und authentifizieren, heißt also, ich kann sicherstellen, dass es von dem angegebenen Absender kommt. Und das Ganze, diese Schlüssel werden über ein Fingerprint identifiziert. Wenn ich dann E-Mail-Adressen verwende, hält mich ja nichts davon ab, zweimal so einen Schlüssel zu generieren und beide Male dieselbe E-Mail-Adresse anzugeben. Ich kann auch denselben Namen angeben, selbes Kommentar, selben Ablaufdatum. Das heißt, an den Informationen, die ich aufgelistet habe, könnte man diese beiden Schlüssel nicht unterscheiden. Dieser Fingerprint ist aber ein Teil des Schlüssels und der ist dann wirklich einmalig für diesen Schlüssel. Und den kann man dann auch vergleichen, wenn ich also wirklich danach gehen will mit dem Problem, was wir vorhin hatten mit der Kommunikation Richtung CCC oder wo war das, dass man dann diesen Fingerprint vergleicht, das heißt ja, okay, da hat einer einen falschen Schlüssel hochgeladen. Dieser Fingerprint wird auch verwendet, um gegenseitig solche Schlüssel zu beglaubigen. Wenn das nur jeder für sich macht, hat man da ja noch nicht allzu viel von. Ich kann das zwar auf meiner Webseite veröffentlichen, aber so dieses Netzwerk ist noch nicht da, dass ich sagen kann, über einen Dritten lässt sich eine gewisse Verbindung herstellen. Nun kann man diese RSA-Schlüssel signieren. Das ist im Prinzip nichts weiter, als dass ich den öffentlichen Schlüssel eines anderen nehme und den wie ein Dokument behandle und mit meinem Schlüssel signiere. Das Ganze wird wieder hochgeladen auf so einen Key-Server. Und dann entsteht dort für diesen Schlüssel eine längere Liste an Signaturen. Ich kann also sehen, für meinen Schlüssel frank@blockfl.de hat zum Beispiel jemand mit der Schlüsselnummer so und so und der E-Mail-Adresse jan@blockfl.de dieses signiert und hat bestätigt, dass der Eigentümer wirklich der ist, der er behauptet. Das Spielchen kann ich weitermachen, bis ich eine riesengroße Liste habe und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wirklich über solche Querverbindungen nach dieser Theorie, jeder Mensch kennt über 5 Ecken jeden auf der Welt, kann ich dann also versuchen, eine Verbindung herzustellen und erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass es schon so macht, ein wiesendes Vertrauensverhältnis zu einem möglichen Empfänger gibt. Die Signatur, die ich also mache, um einen anderen Schlüssel zu signieren, die wird danach, wenn dieser Import durch ist, Bestandteil des öffentlichen Schlüssels. Den öffentlichen Schlüssel, den ich habe, der wird also immer größer. Aber dafür steht auch immer mehr drin, wer mir das schon alles bestätigt hat. Wenn man dieses häufiger macht und halt im großen Stil macht, nennt sich das Ganze Web of Trust. Ich habe also, wenn jeder Schlüssel ein eigener Punkt ist, immer mehr Vertrauenslinien dazwischen und immer mehr Bestätigungen, wer wen kennt, dass das wirklich nachher aussieht wie so ein riesengroßes Spinnennetz. Und dass ich dort das nachvollziehen kann, wer hat wen vertraut. Die Key-Server hatten wir vorhin schon mit angesprochen, sie dienen halt dazu, die Schlüssel zu veröffentlichen und auch danach zu suchen, wenn ich mit jemandem kommunizieren möchte, mit dem ich noch nicht den öffentlichen Schlüssel ausgetauscht habe. Und darüber verbreiten sich auch schnell diese Signaturen. Wenn ich einen anderen Schlüssel signiere, mache ich das normalerweise so, ich schicke demjenigen dann eine Mail, wo ich sage, deinen Schlüssel habe ich jetzt signiert, da ist die Signaturdatei von mir und dann ist ihm das freigestellt, ob er das auf dem Server hochlädt oder nicht. Ich kann es aber genauso so machen, dass ich selber den Schlüssel signiere, gleich in das Netz hochlade, somit haben dann ziemlich schnell alle anderen Leute auch die Information, dass ich ihnen vertraue. Nachteil des Web of Trust ist, dass das ja dann über relativ viele Ecken geht und diese Vertrauenswürdigkeit unbekannter Schlüssel lässt sich dann auch schwer einschätzen. Das ist halt auch diese Geschichte, wenn da doppelte E-Mail-Adressen veröffentlicht werden, wem kann ich da jetzt wirklich trauen? Weicht immer weiter auf. Solange das im eigenen Bekanntenkreis ist, kann man das ja noch einschätzen, wie sind diese Leute drauf. Aber wenn das um diese Vertrauensbildung geht,
gibt es nichts an naja, Unarten, die sich da nicht schon verbreitet hätte, dass also Leute anfangen, in diesem Web of Trust eine möglichst große Blase an gefälschten Identitäten aufzubauen. Damit man also jemanden, mit dem man kommuniziert, mit dem man Verbindung aufnimmt, eventuell vorgaukeln kann, man könnte mir vertrauen, wenn ich ihm jetzt halt folgende Operation anbiete oder folgendes Finanzgeschäft anbiete. Ist halt so ein bisschen der Gegenpunkt zu diesem ganzen System, weil es keine zentrale Instanz gibt oder keine Instanz gibt, die wirklich sagt, ich vergleiche das immer mit einem Personalausweis, das ist da so ein bisschen schwierig. Was zuerst? Also in letzter Zeit ist ja auch immer noch so ein bisschen die Kritik an der Klasse zugekommen, dass ich sage mal, der Buchstabenorganisation oder andere ja häufig genau ein großes Interesse daran haben, wer eigentlich mit wem und wie sehr die sich untereinander vertrauen. Mhm. Und wenn sich das dann alles in so einer Schlüsselwolke auch noch schön abbildet und man gleich sehen kann, guck mal, wenn wir die Striche grün machen, dann sehen wir da gleich eine Klasse, dann ist das natürlich, man hat öffentlich gemacht, was man macht. Und das ist dann eine Verletzung der Anonymitätsmöglichkeiten. Und wenn man dann aber natürlich, um das zu umgehen, dann vielleicht auch mit Fake-Identitäten und anderen Sachen versucht, quasi das aufzuweichen, also dass man das nicht mehr erkennen kann, dann macht man das ganze Prinzip kaputt. Und das Eigentliche, was man erreichen kann, nämlich die Vertrauenswürdigkeit, unbekannte Schlüssel einzuschätzen, hat man trotzdem fast nicht erreicht. Also was die Sicherheit der Übertragung angeht, ich möchte natürlich nicht zu viele Hinweise geben, aber auch diese Schlüsselserver sind öffentlich, das ist auch Open Source. Wenn man also so eine Geheimorganisation mit am Anfang irgendwie betreibt, dann könnte man so ein Web of Trust auch komplett alleine aufziehen. Und wenn man seine Leute ausreichend sensibilisiert, sehen die davon ab, die eigenen Schlüssel hochzuladen. Dann hat man da auch schon naja, so ein bisschen versteckt das Ganze. Würde also auch funktionieren. Und man hat auf jeden Fall die Kommunikation geschützt. Und bei vielen Sachen ist es halt auch so, dass es dann gerade um die Zeit geht, wann habe ich sowas ausgewertet, wann habe ich so eine Nachricht geknackt. Von daher könnte man sagen, wenn ich jetzt wirklich irgendwas ankündigen möchte, dann kann er das in 5 Jahren meinetwegen gerne entschlüsselt haben. Wenn das in 2 Tagen stattfindet, ist er zu spät. Mhm. Aber das sind halt so die Nachteile, die man dabei hat. Aber eine richtig, wirklich sichere, komplett von jedem Makel befreite Lösung gibt es da nicht. Habe ich als Nutzer eine Möglichkeit, wenn ich weiß, dass irgendein Schlüssel nicht mehr vertrauenswürdig oder von Anfang an nicht vertrauenswürdig ist, den Key-Server das irgendwie mitzuteilen, dass dieser Schlüssel nicht weiter verwendet wird? Ja, es gibt in dem Zusammenhang bei der Software eine Funktion, sogenannte Revoke-Zertifikate zu generieren. Das ist auch in diesem OpenPGP-Standard drin. Das muss ich machen, solange ich meinen eigenen privaten Schlüssel irgendwie unter Kontrolle habe. Ich empfehle also immer, dieses Zertifikat mit zu generieren, wenn man den Schlüssel erzeugt und dann danach sehr sicher wegzupacken. Weil dann kann ich, wenn mir jemand den Schlüssel klaut, wenn der Rechner kaputt geht, wenn die Festplatte abgefackelt ist, ich also wirklich an meinen privaten Schlüssel nicht mehr komme, kann ich von sicherer Quelle dieses Zertifikat veröffentlichen. Und da habe ich die Möglichkeit, eine Begründung mit anzugeben und kann da also sagen, Schlüssel kompromittiert nicht mehr verwenden. So, das kann ich dann hochladen in dieses Netzwerk. Und damit ist dann für andere Leute, die aus dem Keyserver-Netzwerk das abfragen, ersichtlich, dass dieser Schlüssel zurückgerufen wurde. Mit dem muss also irgendwas sein. Genau dasselbe könnte man machen, wenn jetzt also eine Firma PGP verwendet für sich, was seltener der Fall ist, und ein Mitarbeiter schaltet aus, sein Key ist aber noch eine Weile gültig, dass man dann so eine Revoke generiert und sagt, ab dem Datum so und so ist dieser Schlüssel ungültig. Das veröffentlicht man und dann ist es in diesem Web of Trust mit drin. Man hat dadurch die Möglichkeit, einen Hinweis zu geben, dass dieser Schlüssel nicht mehr verwendet werden sollte. Das führt nicht dazu, dass dieser Schlüssel irgendwo gesperrt wird, aber wenn jemand komplett anhand der Key-Server die Mail-Kommunikation verifizieren möchte, kriegt er die Anzeige-Warnung, das Ding ist von einem zurückgezogenen Key erstellt worden, nicht vertrauen, vorsichtig sein. Ist das richtig? Man kann nur selbst die eigenen Keys zurückziehen. Nicht gerade. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es eigentlich auf die Gegenseite so, ja, beides, dass das Vertrauen eines anderen Schlüssels, ja. Im Prinzip sind diese Revoke-Zertifikate auch wieder eine Signatur auf ein ganz kleines Dokument und in diesem Dokument steht wieder der Key ungültig. Wenn ich jetzt diese Sicherheitsvariante mache, dass ich zusammen mit dem Schlüssel mit dieses Revoke-Zertifikat schon einmal generiere, mir auf eine CD brenne und ins Bankschließfach packe, dann, solange ich meiner Bank vertraue, hat kein anderer die Möglichkeit, das zurückzurufen.
Ich kann mir jederzeit mit meinem privaten Schlüssel neue Revoke-Zertifikate bauen und könnte die auch veröffentlichen. Aber ich brauche diesen privaten Schlüssel und das Passwort, mit dem ich den geschützt habe. Sonst geht es nicht. Ich bin also nicht in der Lage, ohne diesen privaten Schlüssel das Ganze zu veröffentlichen. Daher halt auch die Empfehlung, wenn ich durch irgendwas meinen privaten Schlüssel wirklich verliere, Haus abgebrannt, Computer im Heimatschlüssel weg, dann kann ich ja auch kein Revoke mehr generieren. Da ist es halt praktisch, wenn man irgendwo an sicherer Stelle so ein Zertifikat schon liegen hat, um dann auch der Hausumwelt klarzumachen, dieser Key darf nicht mehr verwendet werden. Wobei man dann ja vielleicht darauf achten muss, dass man gegebenenfalls für verschiedene Fälle mehrere von diesen Revokes generiert, nach dem Motto 1 Alarmstufe rot, die waren gerade die Schlafhüte da und 1, ich bin einfach nur schlafig gewesen, habe das Leben vergessen. Ja. Also der Effekt wäre derselbe. Mir ist es wichtig, der Außenwelt bekannt zu machen, dass dieser Schlüssel nicht mehr verwendet werden soll. Ja. Wenn ich natürlich die Details habe, wenn ich diesen Schlüssel zurückziehe, weil ich weiß, mir hat jemand, weil ich unvorsichtig war und das Laptop offen gelassen habe, den privaten Schlüssel kopiert, dann schreibe ich das in die Begründung so mit rein. Das ist ja nochmal ein weiterer Hinweis dafür. Aber ansonsten, Hauptsache ist es öffentlich, dass dieser Schlüssel zurückgezogen oder kompromittiert wurde. Nein, wir wollen dann ja das begründen. Moment, wo du das Zertifikat generierst, also das in das Bankfach schließt, dann weißt du ja noch nicht, welchen Code du später mal am liebsten angegeben hast. Wichtig ist aber auch zu wissen, die Location ist halt nur ein Hinweis, dass der Schlüssel kompromittiert ist. Du kannst trotzdem noch die ganzen Nachrichten entschlüsseln. Das heißt, wenn du zu Schlacht gekommen bist, das Revoken relativ wenig, lesen kannst du dann trotzdem noch wieder. Und deshalb sollte man auch seinen privaten Schlüssel noch mit einer Passphrase schützen. Also nicht nur ein kurzes Passwort, sondern mit einer Passphrase. Wirklich komplex und dann kann man auch mit der Passphrase geschützt den privaten Schlüssel auch ins Bankschließfach legen. Und wenn dann der private Computer halt abtrennt, verschwindet, vom Zug überfahren wird, dann gehe ich zum Bankschließfach und mir meinen privaten Key wieder raus und dann ist die Passphrase noch weiß, ist alles gut. Und wenn ich zum Beispiel die Location Key auch mit der Passphrase geschützt habe und ich will revoken, habe aber meinen privaten Schlüssel die Passphrase vergessen, kann ich ja nicht revoken. Also ich kenne einige Leute, die haben halt mit den Key-Servern ihre alten Schlüssel und Leute schicken den E-Mails und die müssen immer zurückschreiben, leider verloren. Und das ist dann natürlich immer, also da sollte man sich vorher Gedanken machen und sich was zurechtlegen. Aber das ist halt auch so ein bisschen Planung. Also da geht es schon in die Bereiche rein, wo man sagt, dann, wenn ich das auf der Tiefe anwenden möchte und das alles mit berücksichtigen möchte, dann sind das Leute, die sich auch wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Für die Privatanwendung von sowas macht das nicht den großen Unterschied. Und wenn ich mir den Key-Server anschaue und da mal so ein bisschen nachsuche, sind da sehr viele Keys drauf, mit denen ich nichts mehr anfangen kann. Weil derjenige hat es mal irgendwie ausprobiert. Klar hat er in den 5 Minuten, wo er es getestet hat, den Schlüssel hochgeladen. Wenn ihm das aber nicht zusagt, hat er danach alles gelöscht, inklusive den privaten Schlüssel. Das Ding ist veröffentlicht. Ne? Solche Sachen habe ich da ja auch mit drin. Also man muss sich vorher so ein bisschen Gedanken drüber machen, wie man es nutzen kann. Für den Austausch von solchen Keys und für die Pflege des Web of Trust macht man oder werden häufig solche Key-Signing-Partys veranstaltet. Seit Snowden da irgendwie so ein bisschen angefangen hat zu veröffentlichen, fällt das häufig unter Krypto-Partys, weil man das erweitert hat und nicht nur dieses gegenseitige Signieren macht, sondern auch gleich dann denjenigen, die es noch nicht gemacht haben, beibringt, wie man die Software installiert und wie man damit umgeht. Aber bei diesen Key-Signing-Partys habe ich halt auch Möglichkeiten, Leute, die ich bisher noch nicht kannte, einfach zu überprüfen, indem ich sage, du zeigst mir jetzt deinen Personalausweis, den kontrolliere ich mit Bild und so weiter. Und wenn du mir jetzt bestätigst, dass dieser Schlüssel wirklich zu dir gehört, anhand des Fingerprints, dann signiere ich deinen Schlüssel. So, dann hat man einfach eine Aussage darüber, zumindest, dass dieser Schlüssel mit Personalausweis, mit dem ich ausgetauscht wurde, dass da also eine gewisse Verifizierung stattgefunden hat. Wie diese Verifizierung aussieht, ist aber komplett freigestellt. Dadurch, dass das die Privatpersonen sind, kann man ja nichts irgendwie vorschreiben, wie das gemacht werden soll. Wenn ich so eine Signierung ausstelle, gibt es verschiedene Level, ob ich nun sage, ich vertraue diesem vollkommen und hundertprozentig, oder ich kann auf der anderen Seite sagen, ich vertraue ihm gar nicht. So, und dazwischen hat man dann so Zwischenstufen wie, ich vertraue ihm so ein kleines bisschen und ich vertraue ihm meistens, dass man das so ein bisschen abstufen kann. Was soll man denn da eigentlich vertrauen? Also Murlock, wenn einem ein Ausweis vorgesteht, kann ich nur sagen, soweit ich es auch vergleichen kann, ist die Person auf dem Ausweis, die da dargestellt, die Person, die vor mir steht,
leibliche Körperstelle die gleiche. Mhm. Im Grunde kann ich ja nur sagen, die Aussage stellen, dass diese Person mit dem Schlüssel im Besitz eines Ausweises ist. Ja. Mehr nicht. Es geht jetzt noch ein Stück weiter. Und das ist natürlich eine Seltenheit hier. Aber. Ja, es geht jetzt noch ein Stück weiter, weil, wie du jetzt schon sagst, da hat man schon so seine Schwierigkeiten mit. Wenn man das sorgfältig machen möchte, dann muss man sich da irgendwie ein Schema definieren, wie man das machen oder durchführen möchte. Und viele haben sich dort so eine eigene Signing-Policy gegeben. Die ist dann bei denen auf dem Webserver lesbar. Und die sagt dann zum Beispiel aus, wer von mir eine Signatur haben möchte, kriegt die mit der Vertrauensstufe so und so, wenn er mir ein Ausweisdokument zeigt und mir bestätigt, dass dieser Fingerprint zu ihm gehört. Will er ein volles Vertrauen haben, verlange ich von ihm zwei Lichtbildausweise und die E-Mail-Adresse, die in diesem Key drin steht, oder der Name, der da drin steht, stimmt mit dem überein, was auf dem Personalausweis steht. Wenn ich dann also eine E-Mail-Adresse frank.agerholm@lookfl.de habe und den Personalausweis Frank Agerholm vorlege und dasselbe nochmal meinen Führerschein wiederhole, sagt er mir, gut, das reicht mir jetzt als Identitätsnachweis, du kriegst von mir ein volles Vertrauen. Das ist, hängt dann aber immer davon ab, wer das macht. Einige machen das eher lascher, ja komm, wir haben uns ja neulich gesehen, haben wir 5 Minuten gequatscht, ich signierte das schon mal. Und einige sind da wirklich bei, dass mehrere Personalausweisdokumente, also mehrere Lichtbildausweise verlangt werden und dass man das wirklich sehr intensiv prüft. Was ist Riemenland? Das ist das dann. Die werden ja nur angesehen. Ne? Mhm. Wenn wir beide uns jetzt sagen wir mal, dieses Verfahren machen würden und 3 Monate später, ein halbes Jahr später, weiß ich noch meinen Vorgang, vielleicht weiß ich noch den Namen. Nicht? Aber da ich ja offensichtlich keine Kopie dieses Dokumentes habe, ist auch alles andere weg. Also ich weiß jetzt anschließend das Geburtsdatum nicht mehr oder was weiß ich, keine Anschriften mehr und nichts mehr. Ne? Wenn da nichts hinterlegt wird, ist das ist egal, ob es ein Dokument gezeichnet oder 10. Bei 1 Fälschung kann er auch 2 machen. Ja, aber das ist ein bisschen das Ding. Man legt einfach mit dem Vertrauen eigentlich eher fest, wie gründlich man das überprüft hat, als wie sehr man der Person als mein Autor anvertrauen würde. Also ich habe jetzt, ich habe in den Folien leider kein Beispiel dafür bei. Wenn man sich auf der Kommandozeile so einen Schlüssel anschaut oder auch in den Programmen, dann kann man sich auflisten lassen, welche E-Mail-Adresse ist da angegeben worden, wie ist dieser Fingerprint, wie lange ist der gültig, welche Kryptoverfahren wurden verwendet, wie groß ist der Schlüssel. So, das ist so ein Block, das sind, ich glaube, 4 oder 5 Zeilen. Und wenn man auf so eine Krypto-Party geht, bereitet man das meistens so vor, dass ich mir davon ein paar Seiten ausdrucke, hintereinander weg, schön kleinschnippel. Und dann kann ich nämlich sagen, wenn wir jetzt so ein Web of Trust aufbauen wollen, dann gebe ich dir einen von diesen Schnipseln, zeige dir dann auf dem Laptop zum Beispiel, dass ich im Besitz dieses Schlüssels bin, dann kannst du den Fingerprint vergleichen, ne? Oder glaubst du mir einfach, weil ich dir den Zettel gebe, stimmt das? Kannst dir deine Notizen drauf machen, dass du den Personalausweis kontrolliert hast, dass du den Führerschein kontrolliert hast, wann du das getan hast. Und wenn du nach Hause gehst, dann würdest du an deinem Rechner mit PGP diese Signaturen erstellen, würdest du mir die zumailen oder würdest du die veröffentlichen. Das ist also dieses übliche Verfahren, was man da so anwendet, was recht häufig verwendet wird. Und wenn man da vom PGP weggeht und sich mal das CA-Zoll anschaut, was die unten veranstaltet haben, da gibt es sowas Ähnliches, da gibt es nämlich diese Dokumente, die dann wirklich ausgefüllt werden, wer war das mit Geburtstag und die E-Mail-Adresse und so weiter, wann habe ich es verglichen, welche Dokumente habe ich verglichen. Und das muss ich jetzt eine Weile aufbewahren, in den 10 Jahren oder so, glaube ich. Und wenn ich zu Hause bin, dann suche ich mit diesen Daten in dem System von CA-Zoll. Das geht jetzt einen Schritt weiter, ja. Also das heißt, es wird irgendwas festgehalten. Ja. Ja. Wenn nicht festgehalten ist, dann. Nee, wenn es nicht festgehalten wird, bringt es nichts. Aber deswegen halt dieser Fingerprint zum Identifizieren eines Schlüssels. Und wenn man sich den ausdruckt, hat man also sämtliche Informationen, die man braucht, um den Schlüssel wieder zu erkennen. Und wenn man das so ein bisschen höflicher macht oder wenn wir das offiziell organisieren, so eine Key-Signing-Party, dann sieht man das auch häufig, es wird um Anmeldung gebeten. Und wer sich anmeldet, soll bitte seinen öffentlichen Schlüssel per Mail hinschicken. Und dann wird vorher von den Organisatoren so ein Dokument fertig gemacht, was dann halt auch gegebenenfalls 20 Seiten lang sein kann. Und von allen Teilnehmern stehen da diese Schlüssel drauf. Und dann kann man sich schön irgendwo in der Halle in den Kreis setzen und dann fängt jeder an, seinen Fingerprint vorzulesen, sodass man dann abhaken kann und während er den vorliest, geht sein Personalausweis rum. Das ist dann die Massenbearbeitung dafür.
Man hat halt diesen Zettel, wo die gesamten Informationen draufstehen und man das für sich selber abhaken kann und dann mit nach Hause nimmt, um das auch zu dokumentieren, wen hat man da jetzt vor sich gehabt. Sonst macht es bei unbekannten Leuten einfach keinen Sinn, das kann man nicht im Kopf behalten. Aber mit diesen Key-Signing-Partys wird halt diese Vertrauensstellung so ein bisschen gefestigt. Und desto mehr Signaturen man in seinem Schlüsselbund mit drin hat, desto wahrscheinlicher ist es halt auch, dass man halt schon über eine oder über zwei Verbindungen dazwischen mit jemand anderem Kontakt haben kann oder anhand dieser Signatur feststellen kann, okay, hier, Yannick hat mit ihm mal kommuniziert, die haben sich irgendwie gegenseitig signiert, da frage ich mal nach, kann ich dem wirklich vertrauen oder was ist das für jemand? Da habe ich also auch einen Haltpunkt. Gut. Ich möchte einfach als Beispiel mal zeigen, wie so eine Einrichtung in Thunderbird funktioniert. Dafür installiere ich halt dieses Plugin Enigmail. Das kann ich mir entweder über die normalen Plugin-Seiten von Mozilla runterladen oder wenn ich ein Debian, Ubuntu oder ähnliches verwende, ist das häufig schon in den Repositories von den Distributionen drin, sodass ich es ganz normal über das Paketsystem der Linux-Distribution installieren kann. Selbiges gibt es halt auch für Windows und so weiter, da gibt es die Plugins genauso. Und fürs Beispiel möchte ich jetzt hier bob.example.net einrichten. Er ist jetzt halt der Neue in dem Ganzen, möchte sich das mal anschauen. Auch da habe ich dasselbe wieder, ich habe es halt bei mir mit Englisch die Screenshots erstellt. Wenn ich sage, ich starte das erste Mal oder ich möchte jetzt diese Grundeinrichtung machen, dann begrüßt er mich einmal, da sind Hinweise bei auf die Original-Webseite. Möchte ich diesen Wizard jetzt starten, also diesen Assistenten, um Schlüssel zu erzeugen? Ja, möchte ich. Dann fragt er mich für die Einstellung von Thunderbird noch, sollen dann alle Mails, die jetzt rausgehen, automatisch mit diesem Schlüssel signiert werden? Oder soll das irgendwie abhängig vom Empfänger gemacht werden? Weil ich da mit dem Enigmail sagen kann, wirklich pro E-Mail-Adresse, soll der grundsätzlich verschlüsselt kriegen oder soll der nur signiert kriegen oder soll der gar nicht kriegen, so in diese Richtung. Das kann zum Teil sinnvoll sein, wenn ich halt solche Sachen habe, wie dass der sich mal zum Testen eine E-Mail-Adresse erstellt hat, einen Schlüssel dafür erstellt hat, das veröffentlicht hat, gesagt hat, ihm gefällt das nicht, was er weggeschmissen hat. Dann gebe ich manuell eine Regel ein, die sagt, diese E-Mail-Adresse bitte nicht verschlüsseln. Gut, dann fragt er ab, jetzt kommen wir selber nochmal für die Verschlüsselung, sollen die ausgehenden Mails verschlüsselt werden zusätzlich zur Signatur oder möchte ich das pro E-Mail-Empfänger konfigurieren können? Dann bietet er mir das an, dass halt diverse Einstellungen im Thunderbird geändert werden können für diese Sicherheitsgeschichten. Das sind so die Default-Einstellungen, die er dann vornehmen würde. Und ich habe es mal vergrößert, was er da alles macht. Das sind halt verschiedene Einstellungen von dem Ganzen, dass er zum Beispiel diese Sachen mit HTML sein lässt, dass er standardmäßig Textnachrichten verschickt und nicht dieses durchformatierte. Weil die HTML-Nachrichten dann mit den Signaturen immer so ein bisschen schwieriger werden nachher. Und dass ich zum Beispiel, wenn eine Mail reinkommt, die auch standardmäßig als Text sehen möchte und so weiter. So ein paar Default-Einstellungen. Dann ja, sagt er mir, er hat keinen Schlüssel gefunden, der auf die E-Mail-Adresse passt, also möchte ich ja gerne einen neuen generieren, ja, möchte ich. Und dann fragt er mich nach dem Passwort, mit dem ich diesen Key schützen möchte. Er zeigt mir jetzt ja schon meine E-Mail-Adresse an, das kommt einfach daher, weil das Ganze passiert ist mit einem Thunderbird, wo diese E-Mail-Adresse eingerichtet ist und wo ich dann das Plugin nachinstalliert habe. Also weiß er aus der E-Mail-Konfiguration, da nur ein Konto drauf ist, das wird für diese E-Mail-Adresse sein. Wenn ich das im Nachhinein für eine zweite oder dritte E-Mail-Adresse erstelle, dann muss ich halt die E-Mail-Adresse entsprechend auswählen. Gut, da gebe ich das Passwort ein. Das wird halt jedes Mal abgefragt, wenn ich eine Mail signieren oder verschlüsseln möchte, beziehungsweise auch, wenn ich eine verschlüsselte Mail empfange. Die Windows-Welt färbt ab, deswegen zeigt er mir, bevor er wirklich nochmal was macht, eine komplette Zusammenfassung von dem Ganzen an. Was er jetzt also alles machen würde und was für Einstellungen ich gemacht habe. Ich kann jederzeit zurückspringen, wenn ich Einstellungen ändern möchte. Und wenn ich das bestätige, fängt er an, den Key zu generieren. Das sieht man hier im Hintergrund. Das ist, glaube ich, schnell genug für den Fortschrittsbalken, das ging recht zügig.
Und er hat mir den Schlüssel generiert. Dann passiert dann noch so eine Selbstsignatur, mit der er selber seinen eigenen Schlüssel signiert. Auch das soll er durchführen und dann ist das Ganze abgeschlossen. So, und wenn ich dann eine Mail verschicken möchte, dann habe ich ganz normal meinen Text geschrieben, habe meinen Empfänger ausgewählt und habe dann oben diesen Button mit dem OpenPGP und kann auswählen, was möchte ich mit dieser Nachricht machen. Ich möchte sie signieren. Dieses PGP MIME ist diese Geschichte, was ich vorhin kurz erwähnt, im Zusammenhang mit den Webmailern und diesen Plugins für die Formulareingabe. PGP MIME ist diese Variante, wo meine Signatur als zweite Datei mit der E-Mail zusammen mitgeschickt wird. Wenn ich irgendwie so einen Sonderfall habe, weil ich weiß, der, den ich empfangen möchte oder den ich anmailen möchte, steht eigentlich voll auf Kryptographie, aber er ist jetzt gerade mit seinem uralten Smartphone irgendwo im Urlaub und kann das nicht, dann kann ich auch sagen, ignorieren wir mal hier die empfängerbasierenden Regeln, sondern sende das einfach so, wie ich es jetzt einstelle. In diesem Fall ist es jetzt so, wenn ich das einmal abgeschlossen habe, habe ich diesen Key-Manager mit dabei, weil ich auch irgendwie diese ganzen Geschichten mit meinem eigenen Schlüssel, mit den ganzen öffentlichen Schlüsseln von anderen Leuten verwalten soll. Und das ist jetzt die Standardansicht für diesen Key-Manager, der mit dem Enigmail zusammen installiert wird. Da sehe ich jetzt also meinen Schlüssel drin, der generiert wurde. Und ich habe dann nur mal mit der rechten Maustaste drauf geklickt, was man da jetzt alles an Möglichkeiten hat. Da ist eigentlich alles dabei. Ich pick da nur mal so einige raus. Man kann den öffentlichen Schlüssel in die Zwischenablage kopieren, damit ich den also jemandem anderen mitteilen kann. In eine Datei exportieren, per Mail verschicken und so weiter. Ich habe die Upload-Funktion dabei, dass ich das zum Keystorer schicken kann. Dann kommen so ein paar Geschichten für das Signieren von Schlüsseln. Dann kann ich solche Schlüssel auch deaktivieren, wenn sie alt sind. Da habe ich auch mal einen Revoke, dass ich also sagen kann, ich rufe den zurück. Ich lösche den kompletten Key, wenn mir das Ganze nicht gefällt und ich das nicht haben möchte. Diese Geschichte mit den User-IDs, die da jetzt noch kommt. Ich kann mehrere E-Mail-Adressen mit einem Key verknüpfen. Das sind diese User-IDs. Ich kann das Ablaufdatum ändern. Ich kann mein Passwort ändern. Ich kann auch ein kleines Foto mit hinzufügen. Ich kann mir angucken, was für Signaturen habe ich von anderen Leuten drauf und so weiter. Und habe dann unten diese Key-Properties. Und da kann ich mir die Details zu meinem Schlüssel jetzt anschauen. Da sehe ich also zum Beispiel auch die Gültigkeit mit die Vertrauensstellung drin mit dem Ultimate, das ist also die höchste Vertrauensstufe. Ich bin nicht schizophren, ich kann mir also selber vollkommen vertrauen. Ich sehe dort auch diese Key-ID, die ist die Identifizierung dafür, welcher Schlüssel das ist. Ich sehe dort mein Fingerprint, den würde ich also vergleichen, wenn ich auf einer Key-Signing-Party bin. So habe ich also alle Daten dafür zur Verfügung. Jetzt haben wir so eine Key-Signing-Party mitgehabt. Bob hat Alice kennengelernt, hat sich mit ihr ausgetauscht, hat nicht nur die Telefonnummer getauscht, sondern auch gleich den Personalausweis kontrolliert. Muss halt ein bisschen gründlich sein. Und hat also die Daten von ihr alle bestätigt. Und hat auch diesen Fingerprint von ihr bekommen und weiß jetzt also, okay, das stimmt alles. Dann ist er hier reingegangen, hat über das Kontextmenü gesagt, ich möchte einen anderen öffentlichen Schlüssel importieren, hat das getan, ist dann draufgegangen mit der rechten Maustaste, hat gesagt, diesen Schlüssel möchte ich jetzt signieren und hat dann diesen Dialog. Das Pulldown-Menü ist für den Fall da, dass ich selber mit mehreren privaten Schlüsseln arbeite, ist jetzt hier nicht der Fall. Und dann kommt dann die Frage, wie sorgfältig habe ich das Ganze denn nun geprüft? Sehr sorgfältig oder auf der anderen Seite möchte ich lieber nicht beantworten. Also so gut wie gar nicht. Ja, das wählt er entsprechend aus, je nachdem, wie dort die Prüfungen von ihm ausgegangen sind. Und wenn er dann diesen Schlüssel ins Keynetz hochgeladen hat oder an Alice gemailt hat, dann sieht ihr Schlüssel nachher so aus, da sind also zwei Signaturen drin. Die obere ist ihre eigene und die untere ist die von Bob. Ich kann also sehen, wenn ich jetzt Bob kenne, dann kann ich bei ihm nachfragen, wie gut kann man Alice vertrauen oder kann gleich sagen, nee, Bob kenne ich sehr gut, also vertraue ich auch Alice, das passt schon. Und kann da also sehen, wie sich dieses Vertrauensnetzwerk aufbaut. Wenn ich das mit dem Keystorm zusammen machen möchte,
Dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich mehrere Key-Server auswähle in so einem Pull-Down-Menü. Ich kann eine E-Mail-Adresse eingeben, nach der ich suchen möchte, weil ich bisher nur die E-Mail-Adresse, aber keinen Schlüssel habe. Und ja, ich habe auch eine Ergebnisseite. Bekomme dann nach einem kurzen Moment die Schlüssel aufgelistet, die dieser Key-Server dafür zur Verfügung hat. Und da hat er jetzt zum Beispiel einen gefunden, der halt erst im letzten Jahr erstellt wurde. Wie gesagt, ich habe jetzt Snowden zum Anlass genommen, das Ganze mal zu aktualisieren. Und da sehe ich auch, dass dort drei E-Mail-Adressen mit verknüpft sind. Die frank@lookfl.de ist dort halt die Hauptadresse, die dort hinterlegt ist. Und dann sind noch zwei weitere Adressen dort. Und wenn ich Keys einmache, dann habe ich diese PGP-CA-E-Mail-Adresse, wo ich also mir die Signatur hinschicken lasse oder wo ich solche Signaturangelegenheiten unternehme. Und nachdem ich das Ganze jetzt importiert habe vom Key-Server, sieht mein Key-Management-Fenster dann also so aus. Der fettgedruckte von Bob, das ist sein eigener Schlüssel, er hat inzwischen den Public Key von Alice importiert, er hat auch meinen Schlüssel importiert. Somit wird diese Liste also immer größer und ich habe hier auch die Möglichkeit nachzusehen, wie stark vertraue ich denen, was habe ich mit denen gemacht. Das ist dann auch mit drin. Empfange ich jetzt eine Nachricht, da habe ich jetzt ein paar Sachen ausgekreidet, weil mein Kommunikationspartner halt hier anonym bleiben soll, mehr oder weniger. Sieht das bei mir im Thunderbird so aus. Er sagt also, da ist die Nachricht entschlüsselt worden, es ist eine korrekte Unterschrift von Jan dabei. Er zeigt mir auch die Schlüssel-ID nochmal an und er zeigt mir an, wann diese Unterschrift erzeugt wurde. Dann habe ich hier noch diese beiden Symbole, der Briefumschlag mit dem Wachsstempel drauf und das Schloss. Der Briefumschlag mit dem Wachssiegel drauf ist die Signatur, die ist also korrekt. Ansonsten würde das mal ein Ausrufezeichen anzeigen. Und das Schloss ist das Zeichen dafür, das Ganze ist erfolgreich verschlüsselt gewesen, ist also geschützt übertragen worden. So sieht dann also eine Mail aus, die ich damit bekommen habe und die korrekt verifiziert wurde, sodass sie vom richtigen Absender kommt. Über Details könnte ich mir hier auch dann rechts noch weitere Details zu dieser Schlüsselverbindung anzeigen lassen, wie ist also der Vertrauensgrad und so weiter. Ja, dann bleibt eigentlich zum Schluss nur noch, wenn man sich da so ein bisschen den Überblick mal drüber verschafft hat, was ist das Ganze, einfach selber mal ausprobieren. Wenn es noch komplett neu ist und man das noch gar nicht gemacht hat, einfach mal bei seiner Key-Signing-Party vorbeigehen oder mal die nächste Look suchen, wenn man bei den Suchmaschinen Linux User Group und seinen eigenen Ort eingibt, dann purzelt eigentlich recht zuverlässig die nächste Look raus. Auch da sollte sich immer jemand finden lassen, der sich mit dem Thema schon so ein bisschen auskennt. Das ruhig mal ausprobieren, wie das ist. Gemeinsam macht es immer mehr Spaß, wenn man mit mehreren Leuten mal so ein bisschen hin und her experimentiert. Eine Bitte hätte ich allerdings, dieses Hochladen auf diesem Key-Server bitte nur machen, wenn man sich wirklich entschieden hat, das ernsthaft zu nutzen. Weil diese Key-Server sind so gebaut, was einmal hochgeladen wurde, wird nie wieder gelöscht. Denn auch wenn jetzt jemand von 2003 bis 2004 E-Mail-Verschlüsselung verwendet hat und E-Mail-Signatur verwendet hat und ich möchte jetzt prüfen, ob diese E-Mail, die ich bei mir noch irgendwo im Postfach gefunden habe oder die hier irgendwo auf einer Festplatte gespeichert ist, korrekt ist, muss ich diesen Schlüssel runterladen, den öffentlichen, um zu sehen, ist diese Mail korrekt signiert. Deswegen verschwinden da nie solche Daten. Und es ist leider so, dass diese Key-Server recht voll sind mit E-Mail-Adressen, die schon gar nicht mehr existieren oder halt die nur kurzfristig mit einem PGP-Key versehen waren, wo der Besitzer der E-Mail-Adresse inzwischen gesagt hat, interessiert mich nicht. Aber ist leider so, wie gesagt, das ist halt der Nachteil dabei, wenn man sagt, man kann dieses Daten nicht vom Server löschen. Dann habe ich hier noch so ein paar Internetadressen angegeben, die dort Anlaufpunkte sind. GNUPG.org, das ist halt die PGP-Implementierung, die man unter Linux hauptsächlich verwendet. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für dieses komische Fensterbetriebssystem, wenn man das in den Firmen vielleicht nutzen möchte. Da ist auch ein Plugin für Outlook mit bei. Ich habe neulich erst ganz frisch gelesen, da gibt es eine neue Implementierung für die Zusammenarbeit mit Outlook, die soll dann ein bisschen besser integriert sein, weil diese Sache mit der Outlook-Integrierung, die ist mal aufgrund eines Forschungsprojekts, glaube ich, mitfinanziert worden und ist seitdem, weil die Studenten schon alle weg sind und so weiter, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Aber da findet man eine Anlaufstelle. Und initmail.net ist halt die Webseite von dem Plugin für Thunderbird, wo man dort weitere Informationen kriegt oder wo auch die Downloadlinks da sind.
kommen wir wieder zu zwei bekannten Folien. Habt ihr da noch Fragen zu? Oder seid ihr vollkommen erschlagen? Als Ausklang für Sonntag, glaube ich, ziemlich starker Tobak, aber gut. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr auch das noch so weit durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen, und wenn das nur einfach ist, dass man jetzt mal ein bisschen Klarheit darüber hat, wie funktioniert das. Die letzten Folien habt ihr schon gesehen, als ich das gehalten habe, war etwas mehr Fachpublikum dabei. Das war eine Versammlung von Sicherheitsbeauftragten. Da bin ich halt auch etwas weiter in die Details eingegangen. Aber das, glaube ich, für den Grundeinstieg ist das so schon in der Übersicht recht gut. Was kann man damit machen? Das sind die Begrifflichkeiten, die man da hat. Und wenn es zumindest dazu führt, dass man in den Diskussionen dann ein bisschen mehr versteht, was ist damit los, oder für sich auch selber entscheiden kann, das könnte was sein, was für mich nützlich ist, das möchte ich gebrauchen, dann ja, freue ich mich, dass der Vortrag gefruchtet hat. Vielen Dank.